Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Reaktion auf Star Wars The Bad Batch. Heute Folge, Moment, 10 war es, glaube ich. Ja, Folge 10 und 11, heute wieder die Doppelfolge. Wie auch vor 2 Folgen waren das, glaube ich, ja. Also 6 und 7 vor 2 Folgen, vor 3 Folgen, wie auch immer man das jetzt rechnen will. Jedenfalls ist es das zweite Mal mit der Doppelfolge jetzt. Und letzte Woche hatten wir das erste Mal wieder Ventress gesehen. Nach einer langen Zeit, nach einer sehr langen Zeit, nach 10 Jahren, wenn man es jetzt auf unsere Welt beziehen will. Natürlich, also in Bezug auf das Fernsehen natürlich, neben dem Buch. Ja, und es war gut, also nichts großartig Spektakuläres, sondern einfach, hier ist Ventress und jetzt gucken wir, wie Ventress und Omega miteinander interagieren. Bin gespannt, wie das jetzt weitergeht, ob wir Ventress wiedersehen werden. Auf jeden Fall wird in der Zukunft wahrscheinlich, jetzt wurde ja irgendwie angekündigt, dass es noch irgendwie Content geben wird, irgendwie in irgendeine Richtung. Bin gespannt auf jeden Fall darauf und ich habe keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Wirklich überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Irgendwas mit Omega. Wahrscheinlich werden wir, vielleicht werden wir Pabu jetzt irgendwie sehen, wie das jetzt irgendwie eingenommen wird. Keine Ahnung. Sonst kann ich mir jetzt nichts vorstellen konkret. Ja, dann legen wir los mit Folge 9. Nee, mit Folge. Dann legen wir los mit Folge 10 von The Bad Batch. Okay, was machen wir jetzt? What? Sind wir jetzt mal an. Also, das ist ja ganz ungewohnt irgendwie. Ich glaube, die Spezies haben wir auch noch nie gesehen. Sieht ein bisschen aus wie der Meister von Po aus Kung Fu Panda. Also, die Spezies ein bisschen. Hey, wer hat das geworfen? Das war er! Geschweige denn herumwerfen. Aber das hat wir haben es gesehen. Tut mir leid, tut mir echt leid. Ach, sensitiv, ich verstehe. Ich sagte dir doch, der Junge ist komisch. Man munkelt, er wäre verflucht. Du kannst doch so etwas nicht einfach laut sagen. Du weißt doch, was für ein Ärger man so bekommen kann. Komm jetzt. Okay, sehr interessant. Also, damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Das, also, beziehungsweise macht es natürlich Sinn, aber das wirkt jetzt so. Weiß nicht. So neu halt und gar nichts ist anscheinend in dem Trailer. Ich habe einen Tipp für einen Klasse 1 Kopfgeldjäger. Oh, kommt jetzt Cad Bane? Hier gibt es ein Kind, das Sie interessant finden könnten. Jetzt wieder hier. Was machen wir jetzt? Sehen wir irgendwas, was so in die Richtung des Projektes geht? Nein. Vertrauen Sie denn mir? Seit Jahren arbeite ich an Ihrer Seite. Mit den richtigen Freigaben könnte ich nützlicher sein. Sie wollen neue leitende Wissenschaftlerin werden. Ich finde, ich habe es mir verdient. Okay. Na schön. Dann fangen wir gleich mit dem aktuellen Stand bei Projekt Nekromant an. Auch, was wird da jetzt passieren? Aber sie wird eigentlich loyal, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie irgendwie auf einmal. Ich werde jetzt gut. Zusätzlich zu den Exemplaren. Sehen wir das jetzt auch als Zuschauer? Ich meine, Omega vertraut ihr ja, also von daher, wir haben ja gelernt von wegen, wenn Omega irgendwie vertraut, dass es meistens dann auch jemand Gutes ist. Achso, das sind Jünglinge. Alles klar. Diese drei hier sind speziell aufgrund ihres hohen M-Werts ausgewählt worden. Warum? Interessant. Kinder. Es gibt nur noch wenige Erwachsene mit derartigen Charakteristiken. Ja. Kinder sind auch leichter zu beschaffen und lassen sich bereitwilliger unterwerfen. Hallo. Ich mag Ihre Brille. Dankeschön. Wie heißt du denn? Dr. Karl, begrenzen Sie Ihren persönlichen Kontakt mit den Versuchsobjekten. Könnte doch in die Richtung gehen, dass Sie gut sind. Wissenschaftlich interessant. Selbstverständlich, ja. Doktor. Mach ich doch was Falsches. Also die Spitzes haben wir schon mal gesehen, auf jeden Fall, das glaube ich, Master Sensei T.
Palpatine, glaube ich, so die Spezies. Aber die anderen so, alles gefühlt neue Spezies, also, die ich jetzt persönlich noch nie gesehen habe, auch er hier. Ich glaube, jetzt kommt Cat Bane. Das wirkt sehr so. Ja. Also. Wie gesagt, das weiß man halt genau von dem Trailer-Shot hier. Toto. Oh, ah, Toto. Wird erledigt, Mr. Bane. Also er hat auch anscheinend Kinder, vielleicht ein, zwei Kinder da mit hingebracht zu dieser Station oder zumindest na, für eben. Sollte reichen. Für den Professor. Ja, genauso eine Aufbewahrung wie Bogo. Halt das Ding ruhig. Ich bin nicht auf Kinderpflege programmiert. Du! Du da! Hör auf damit! Oh! Immerhin jetzt vorbeigehen noch ein. Verschwinden wir. Kuschelt hier gerade. Irgendwie, also in gewisser Art und Weise geht's auch so Jedi. Also Jedi meinen ja nicht viel anderes, also nur nicht gewalttätig oder so. Aber da sind die Kinder dann auch weg. Die müssen sich dann trennen voneinander, Kinder und Eltern. Sie ist nicht länger verantwortlich für dieses Projekt. Wieso nicht? Das muss ich nicht anscheinend auch viel zu nett mit denen. Oh. Findet was heraus? Wann ich nach Hause darf. Können Sie es rausfinden? Ich werde es mir mal ansehen. Danke, Dr. Carr. Ja. Er befiehlt. Also er ist auf jeden Fall nicht so zurückhaltend, sondern er. Ja, beide wissen was von Omega. So. Der eine eben die Niedlichkeit und jetzt der. Die Motivation. Ah, jetzt okay. Ja, da war ich, glaube ich, Pandoranerin. Nein! Ja, das ist. SP-32. Bleiben Sie weg von war mir! War klar, dass er jetzt nicht irgendwie ausbricht. Gut. Nein! Die sagten, ich könnte nach Hause. Ich will nur nach Hause. Auf Betäubung. Wie ist die Lage? Blaster sind nicht notwendig. Ich habe die Situation unter Kontrolle. Und jetzt seine Fähigkeiten, also Macht. Nicht! Oh, ich dachte, okay. Ihre Reaktion war extrem, Commander. Er ist nur ein Kind. Ein Versuchsobjekt hat versucht zu entkommen. Ja, Scorch war das, glaube ich, wieder. Ja. Also Emery wird auf jeden Fall einen Weg jetzt beschreiten, glaube ich. Jetzt Jax Babys da drin. Alles in Ordnung? Jax? Ihm geht es gut. Eine interessante Haarfarbe, die andere da. Meisterin C. Ich habe Fragen bezüglich Ihrer bisherigen Arbeit an Projekt Nekromant. Dann haben Sie wohl meinen Platz eingenommen. Das habe ich. Das bedeutet, Sie waren im Speicher. Wie ich eins war. Hatten Sie vor, sie genauso wegzuwerfen? Das Imperium wird sie behalten, um sie zu kontrollieren. Sie gehören nicht hierher. Aber nichts hiervon war meine Wahl. Wird irgendwer von davon nicht wissen. Ich musste Omega beschützen. Und was ist mit den anderen Kindern? Ich tat, was ich konnte. Es gibt nichts, was ich tun kann. Dafür habe ich nicht genug Einfluss. Haben Sie nicht? Dr. Carr. Auf ein Wort. Jetzt sind die quasi auch verfeinert. Ein neues Versuchsobjekt trifft heute hier ein. Ich würde gerne sicherstellen, dass Sie zu jeder Zeit angemessen behandelt werden. Sir, Gouverneur Tarkin verlangt, dass Sie ihn sofort kontaktieren. Wie es Ihnen beliebt, Dr. Carr. Okay, was wird Tarkin jetzt? Gouverneur Tarkin, welchem Umstand ist diese,
Anhörung geschuldet. Es haben sich Fragen ergeben bezüglich der finanziellen Auswirkungen, die Ihre Einrichtung auf imperiale Ressourcen zu haben scheint. Es ist für ein Projekt, welches von persönlichem Interesse ist für den Imperator. Welches wäre das? Oh, ich fürchte, das ist Verschlusssache. Vielleicht kann ich ja Unterstützung leisten angesichts solcher Bedeutsamkeit. Die Gelder sind alles, was ich brauche. Sollte dieses Projekt nicht die richtigen Resultate bringen, sieht es nicht gut für Ihre Unternehmung aus. Oder für Sie, Doktor. Ja, am Ende entscheidet doch Palpatine. Der hat gesagt, alles, was nötig ist, bekommt er. Ich brauche einen Lagebericht. Ich habe die Tante Schanerin aufgespürt und die Informationen erdrücken können. Wahrscheinlich jetzt Sid. Dem Zielobjekt in Kontakt stehen. Keine Fehler mehr. Kehre nicht ohne Omega zurück. Ja, immer noch gespannt, wer das jetzt da ist. Also, ich hoffe, wie gesagt, Cody. Oder irgendwer anders, der wichtig ist, aber nicht Tech. Wieder auf Coruscant. Ah, Emery. Da hat man sowas. Wirklich, also. Bis dahin. Jetzt kommt Cat Bane mit dem Jüngling wahrscheinlich. Ich muss doch nicht mehr als Cat Bane schon. Sie sind nicht der übliche Imperiale, den Sie schicken. Ich bin hier, um das Versuchsobjekt zu besichtigen. Wer ich bin, hat Sie nicht zu interessieren. Problem? Das Versuchsobjekt ist jünger, als ich erwartet habe. Dann macht es weniger Ärger. Was macht es jetzt? Wegen Oh, ist zu schwach oder was macht es jetzt? Wie viele von denen haben Sie denn schon eingefangen? Sagen wir einfach, ich verstehe mein Handwerk. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Wie gewöhnt er sich so ein? Das Versuchsobjekt ist bei bester Gesundheit. Das Kuscheltier wird ihm doch bestimmt abgenommen. Das ist doch jetzt nur so, dass er sich halbwegs glücklich fühlt. Also wie Omega ein bisschen. Also auch da, das Kuscheltier oder was auch immer, die Puppe, die es bei Omega war, selbst gepasst. Wo ist SP-32? Zur Strafe für 2 Rotationen isoliert wird. Hausarrest. Wenn nicht irgendwie was Schlimmeres. Mitgefühl ist schlecht, wenn du dann beim, auf der Seite des Imperiums bist. Das ist ganz schlecht. Ist alles in Ordnung? Sie sagten, Jax würde keinen Ärger bekommen. Er wollte doch nur nach Hause gehen. Wir alle wollen nach Hause. Was Omega hatte als Puppe. Was bekommt sie jetzt oder was? Schon süß. Veränderte Musik. Also jetzt immer spannend. Ja, also wir haben jetzt eine Folge gehabt, wo wir nur eben Emery jetzt als Hauptfigur quasi hatten und Cat Bane ein bisschen, wie er eben die Mission gemacht hat. Die Bad Batch haben wir gar nicht gesehen. Und Identitätskrise, habe ich mich schon gefragt, auf wen bezieht sich das jetzt? Ja, auf Emery, also relativ klar. Natürlich vielleicht auf andere hier irgendwie in irgendeiner Art und Weise, aber hauptsächlich auf sie. Interessant. Wir haben jetzt gesehen, dass da Jünglinge sind und ja, mal gucken, was jetzt in der nächsten Folge passiert. Los geht's. Oh, das ist jetzt eine relativ kurze Folge und entdeckt hört sich so an, als wären die eben jetzt
als wären die jetzt auf Pablo entdeckt. Was ist das jetzt? Nee, okay, die. Also, ich hab. Das Schiff ist mir so unbekannt. Wenn ich dir das nächste Mal den Befehl gebe, den grünen Schlamm zu suchen, wahrscheinlich gefunden. Dann wirst du das gefälligst auch tun. Selbst wenn der deine Schaltkreise schmilzt. Ich kann dich ja einfach reparieren, so wie das eine Mal auf Andrew Prime. Voll machen, Olli. Das Übliche. Wird gemacht. Wie? Wen kümmert's, wenn deine Blenden nicht zusammenpassen? Naja, sneakt jetzt sicher an Bord. Und dann schon gut, schon gut. Das schon nächste Mal schubse ich dich nicht wieder rein. Was habe ich falsch gemacht? Das war so ein bisschen wie bei Chopper, wo. Ne, diese Folge, wo eben Chopper gehackt wurde und dann. Hat keiner AP5 geglaubt, dass er gehackt wurde und dann musste er die Koordinaten der Rebellenbasis so. Also die Bösewichte das so finden, genau mit so einem Objekt. Ja, das hat so gezählt. Das stimmt so, Olli. Bis zum nächsten Mal. Olli ist auch kein Star Wars-Name, auch wenn es ein Bruder ist. Nein, der hat doch jetzt, was er braucht, oder nicht? Also entweder checkt er die jetzt oder er hat schon die Koordinaten von dem eins vorbei. Oh, ist er aber schnell. Ja, wie gesagt, das Ding, das er da hat. Sie besucht des Öfteren einen Planeten im Outer Rim. Ich bin auf dem Weg dorthin und werde mich dort umsehen. Ja. Sende die Koordinaten. Im Falle des Sichtkontakts mit dem Ziel habe ich eine volle Division in Bereitschaft. Also Sid ist jetzt schon das zweite Mal, dass sie die beiden, also dass sie die Gruppe verrät. Oh, die Bad Batch, oh mein Gott! Das muss doch langsam alles sein, oder? Cameo. Wir müssen noch die Verpflegung holen. Belade du weiter das Schiff. Wir kommen zurück. Na gut. Aber bring mir wenigstens ein Eis mit. Nein, 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 nein. Lieber zwei. Eis. Ich wünschte, ihr müsstet nicht gehen. Ich auch. Aber Hunter denkt, es ist für alle sicherer, wenn wir es tun. Wie findest du diesen Platz? Was sind die weg, wenn die jetzt? Das wäre lustig. Und welche Schätze hast du ich dabei? Ich glaube nicht, dass sie rechtzeitig abbauen. Oh. Bist du dir ganz sicher, dass du die hier lassen willst? Pabu war der erste Ort, der sich nach Zuhause angefühlt hat. Auf diese Art bleibt ein Teil von uns noch hier. Okay, und dann noch Lula. Nun, dann sehe ich zu, dass die hier sicher sind. Wie gesagt, ich sind, hoffe, bitte, das ist bitte nicht Denksende, das ist da. Kommt ihr zurück, oder? Lass ihn nicht am Leben sein. Ich hoffe es jedenfalls. Oh oh. Keiner was mit, auch bei Ventures nicht, bei ihm jetzt nicht. Das ist einfach. Niemand sieht irgendwas. Da leben Tausende oder Hunderte mindestens Menschen. Keiner kommt das mit, genau wie Ventures da in der Höhle. Ach, meine Güte. Was hast du? Kommt er was mit? Oh mein Gott. Bin nicht sicher. Aber es gefällt mir nicht. Omega, wir verschwinden. Verstanden. Oh Mensch, das hat's nicht geklappt. Also, dass er das merkt. Crosshair und Omega. Lagebericht. Ich habe Sicht auf die Zielperson. Es tut uns leid, dass ihr gehen müsst. Aber ihr alle seid jederzeit willkommen. Vielen Dank für alles, Chef. Stirbt er jetzt? Och. Kennt nichts. Jetzt schon? Also, es ist ein Bomb. Okay. Ach, schon ins Trigger. Oh, die Marauder ist. Zerstört. So schnell kann es gehen, wie bei. Wie bei denen. Ach, die, ach stimmt, ja, die sind hier. Stimmt. Hab ich schon vergessen. Schiffe gehen nicht einfach in die Luft. Man kann sie nicht erkennen ohne die Klon,
Ausrüstung. Sehen einfach ganz normal wie ganz normale Kinder aus. Das Imperium. Geht alle in eure Häuser! Okay, ohne das Schiff jetzt wird das ja interessant. So, was passiert jetzt? Das ist ja halt Trailer-Schatz hier jetzt, ja. Ventress ist ja vor euch vorgewarnt, weil ihr bleibt ja da. Das ist alles meine Schuld. Sie greifen nur meinetwegen an. Das Imperium ist schuld, nicht du. Du darfst dich nicht ablenken lassen. Wir müssen einen ihrer Transporter stehlen. Ja, wenn die außer Reichweite sind, kontaktieren wir Echo. Ich kümmere mich drum. Ihr zwei geht zu Schiff. Mal Echo zur Rettung, der so kommt, ne? Vielleicht wieder McGregor oder Rex. Immer so gut. Wer sind Sie? Der Bürgermeister dieser Stadt. Sie haben auf meine Siedlung und ihre Bewohner das Feuer eröffnet. Ohne Warnung oder Begründung. Wir sind hier wegen dieser Flüchtigen, die Sie beherbergen. Sie können hier nicht einfach andere... Sie werden sehen, was ich noch alles kann. Sie zerstören unsere Docks und unsere Fischerskills. Spielt gerade mit seinem unsere Leben. Unsere Lebensgrundlage. Bis Sie sie mir übergeben, wird diese Insel brennen. Das können Sie nicht tun. Das ist unser Zuhause. Das ist jetzt damit Alex nur Aufmerksamkeit. Thatcher kann auf sich aufpassen. Ich find's auch interessant, dass da keiner sagt, okay, oh nein, unser Marauder ist irgendwie also zerstört. Niemand. Diana. Auch interessant. Omega. Kein Wort. Omega, ich bin froh, dass du es bist. Wie geht es Wrecker AZ? Er ist noch bewusstlos, aber seine Werte sind stabil. Wenigstens hat AZ jetzt ein bisschen so ein Purpose dieser Staffel. Das ist in der letzten Staffel gar nicht, im Prinzip nur ganz am Ende kurz. Sie können uns nicht rumkommandieren, die... Also kurz Omega halt besorgt, aber sonst gar nicht. Haben wir jetzt die alte Stealth-Taktik, oder? Wir können doch einfach ihre Rüstung anziehen, ne? Wie halt klassisch Star Wars so was machen. Man merkt, dass ich den Trailer nicht nur einmal gucken kann. Crosshair, ist das Hunter? Habe Angreifer an Bord. Das ist wie Crosshair das machen würde. Ich finde es gut, dass es nicht so leicht ist, halt mit dem einfach nur mit Kanonenboot und dann alle holen und so und alle weg und so. Nee, das ist ein bisschen viel schwieriger. Auch wenn das so steckt natürlich. So sinnvoll ist. Wir wollen, dass wir uns an den Plan halten. Uns bleibt nur eins übrig. Ich lasse mich von ihnen schnappen. Was? Sieh doch, was sie bereits angerichtet haben. Es wird die Lage nicht für die anderen verbessern. Du wirst dann zurück nach Tantis gebracht. Genau, so ist es. Wir haben versucht, die Koordinaten zu finden und nichts hat funktioniert. Nein, sie werden es finden, wenn sie dich filzen. So klappt das nicht. Naja, dann schießt noch ein Sekundärsender an das Schiff, mit dem sie mich wegbringen. Zu viele unbekannte Variablen. Das ist kein brauchbarer Plan. Das ist alles, was wir haben. Denk doch an unsere Hauptmission, Crosshair. Ich bin nur ein kleiner Teil davon. Okay. Aufhören! Okay, also machen das wirklich. Ich ergebe mich. Bleib wachsam. Nehmt mich und lasst die Insel in Frieden. Die Leute hier sind unschuldig. Dann hättest du erst gar nicht hierher kommen sollen. Scannt sie nach Peilsendern. Das war klar. Das ist... Gib ihn her.
Jetzt machst du also wirklich das mit dem Pulse. Wird schon. Eine andere Musik. Okay. Ja, das war Folge, muss ich ja gucken, 11 von The Bad Batch und ja, auf jeden Fall eine gute Folge. Es ging ja im Prinzip nur darum, okay, wir müssen jetzt irgendwie, also das Imperium mit diesem super Soldaten da, muss eben Omega jetzt ja endgültig mal fangen und schon wieder, das, wie gesagt, für die ganze Zeit bei Bad Batch so. Und bisher war es so, dass sie immer befreit wurde, aber ich denke mal, dass sie auch wieder befreit wird oder von sich selber aus befreit, sich selbst befreit. Ja, also es war eine gute Folge, ich kann nicht viel zu sagen, weil inhaltlich war das nur eben die, dass sie eben, ja, sich selbst aufgibt, weil es aussichtslos war, also die Marauder ist zerstört worden, wie gesagt, dazu überhaupt gar kein Wort, das ist sehr komisch irgendwie. Normalerweise hast du irgendwie keinen Moment, okay, oh, das war unser Schiff, unsere Heimat, wenn du willst, so für 2,5 Staffeln oder 3,5 Staffeln, ja, und jetzt ist das einfach endgültig zerstört, wie bei denen, nur da was wurde ein bisschen mehr getrauert darum. Und jetzt ist die Bad Batch, also Crosshair Hunter und Wrecker sind jetzt eben da Pabu alleine, ohne einen Hinweis auf Omega. Oder vielleicht hat sie irgendwas, wie gesagt, oder macht irgendwas mit der Macht, man weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wir haben ja auch nicht mehr so viele Folgen, also wir sind jetzt bei Folge 11 und ich glaube, es gibt nur 15 Folgen, also ja. Das, also was passiert da jetzt? Also sehr interessant auf jeden Fall. Die erste Folge, also die Folge 10 fand ich viel interessanter, weil wir zwar weniger, wir hatten zwar eher weniger Action, wir hatten nur Cad Bane, wie er den Jüngling halt gefangen nimmt. Aber sehr viel interessanter, weil wir jetzt gesehen haben, okay, die haben auf Tantis die Jünglinge, die sie eben quasi schon testen mit dem Midichlorianer-Wert, und Emery hat jetzt so einen Bond dafür entwickelt, wie bei Omega ein bisschen, und jetzt eben auch so, dass sie ja Mitgefühl hat und das Spielzeug zum Beispiel am Ende gibt. Und dagegen ist das so ein ganz kleines Kind, wie das, was Cad Bane gefangen hat, eben da ist. Und ja, bin gespannt, was sie dann am Ende macht. Anscheinend wird sie dann auch eine Schlüsselfigur sein für das Ende. Würde ich jetzt sagen, das Ende. Ich weiß nicht, was das Ende ist, aber sie wird auf jeden Fall ebenfalls einen großen Part da einnehmen. Ja, und Folge 11, wie gesagt, ist nur jetzt die Tatsache, dass Omega sich auch selbst aufgibt, ist auch interessant. Also sie ist nicht irgendwie wirklich irgendwie egoistisch oder so, sondern eben gibt sich selber auf für die Stadt, sieht, wie die leiden, und dann ist auch zumindest mal so eine Character Development Moment bei ihr. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie am Ende das jetzt im Staffelfinale sein wird, und naja, nächste Folge nur eine Folge wieder, aber bin trotzdem gespannt. Dann hoffe ich, dass euch das gefallen hat, bewertet dieses Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.